Oh, eine Spinne, eine Spinne. Celine, sofort helfen. Mit denen habe ich öfters Probleme momentan mit den Spinnen. So, einmal hier. Du schläfst da unten noch. Celine, du musst da oben mal aushelfen. Perfekt. So, ihr müsst alle hier runter. Eieiei. Denen geht es allen nicht ganz so gut im Moment. Aus Celine. Ah, Mist. Oh ja, das lief jetzt richtig schlecht mit dem alle auswählen. Angreifen. Angreifen. Angreifen und hier angreifen. Und dann Celine greift hier irgendwas noch an. Ja, das ist natürlich schlecht mit dem Telefon. Warum geht ihr immer auf Celine, die Arme? So, ihr müsst da schon auch noch angreifen. Nicht daneben stehen. Einfach helfen. Perfekt. Oh Mann, das Misstrauen geht jetzt aber richtig steil nach oben. Das wird gefährlich demnächst. Okay, wir haben jetzt da oben Spinnen. Wir haben eigentlich gerade noch hier die Stellenanzeige gemacht. Wartende Kandidaten. Also in 20 Stunden ungefähr, 21 Stunden, können wir dann zwischen ein paar Kandidaten auswählen, die hier dann für uns in Frage kämen. So, hier mal ein bisschen putzen. Genau. So, jetzt haben wir hier zumindest mal für alle aktuellen Diener hier. Ah, hier schon wieder. Da schon wieder die Spinnen. Die müssen hier irgendwo ein Nest haben, dass die da so zahlreich vorbeikommen. Das machen wir jetzt vielleicht auch folgendermaßen. Wir stellen hier mal eine Tür hin und machen dann einfach auch noch Wände drumherum, damit wir da vielleicht unsere Ruhe haben. Vielleicht sollte ich dann auch mal wieder ein bisschen was abholzen. Ich sehe nämlich gerade, dass ich kaum noch Holz zur Verfügung habe. Wobei, da oben steht es eigentlich, ich habe noch 1924 Holz. Wow, das ist aber eine ganze Menge. Wo kommt das denn her? Ja, okay, hier allein in dem Lager habe ich 790 Holzscheite aus Holz liegen. Okay, dann brauche ich gar kein Holz erstmal schlagen. Ich habe ja genügend. Ich bräuchte nur einen neuen Diener, das wäre sehr schön. Aber der ist jetzt auch dann demnächst für uns da. Und dann können wir eigentlich auch uns irgendwann mal Gedanken darüber machen, hier vielleicht nochmal einen neuen Dienertypen freizuschalten. Noch 8 Stunden. Ich kann gerade eh nicht viel machen. Ich warte ja darauf, dass die da oben das hier fertig machen. Da ich jetzt aber, gut, viele schlafen jetzt gerade, aber ich habe jetzt auch nochmal einen abgezogen vom Bauen. Ich habe im Prinzip nur noch 2 Diener, die hier für mich bauen. Viele sind in der Küche beschäftigt oder mit dem Schreiben von Briefen. Und Celine zum Beispiel, ja, die macht da gar nichts. Die baut nicht, die hackt nichts, die schlägt auch nichts. Also die macht wirklich gar nichts. Die ist wirklich nur für den Haushalt zuständig. Oh, was kommt hier unten? Was ist das? Willst du mir jetzt damit sagen, dass ich meine Stellenanzeige nicht gebraucht hätte? Ach komm, das ist gemein. Aber okay, ich bin trotzdem ein bisschen neugierig. Lass mal kurz schauen. Ja, ich habe dich schon gehört. Ich möchte nur kurz schauen. Weil ich meine, da ist ein Dienertyp drin, den wir hier gar nicht freischalten können. Frankenstein, Reifen, Giftmischer. Und zwar die hier nämlich, die Tabessa. Ah, doch, das ist ein Frankenstein-Typ. Okay. Oh Mann. Das bringt mich jetzt ein bisschen in eine böse, gemeine Situation. Ich habe hier extra eine Anzeige geschaltet und jetzt kommst du vorbei. Hättest du dich nicht vorher ankündigen können irgendwie? Hey, der erinnert mich doch an irgendwas. Das ist doch der alte Mann aus Gremlins und ich glaube, was er da in der Hand hält, ist auch ein Gremlin, oder? Sieht doch fast so aus. Gut, also was haben wir hier? Wir haben hier Arthur Frankenstein. Wurde aus widerstandsfähigen Körperteilen zusammengesetzt, die wir finden konnten.
Dann der Giftmischer. Im Verlauf mehrerer Jahre hat er sich mit allen möglichen Giften vollgespritzt, bis er immun gegen jedes Gift wurde. Er setzt am liebsten selbst gebastelte Gasgranaten ein. Dann haben wir noch Zombies. Zombies sind langsam, benötigen aber nicht viel Nahrung. Zombies habe ich eigentlich schon. Die sind also unwichtig für mich. Frankenstein nochmal. Und dann hier Dr. Frankenstein ist auf der Suche nach verbotenem Wissen. Oh, der hat dafür aber auch richtig krass Sterne hier im Bereich Labor. Leute, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir eigentlich eh nur das Zombie leisten. Also ist die Entscheidung abgenommen. Komm, hau ab, verschwinde. Ich habe kein Geld für die Diener, die du mir anbietest. Also bleiben wir hier einfach bei der Stellenanzeige. Die ist ja jetzt auch gleich soweit. Oh, die nächsten Opfer kommen auch schon wieder. Victims are coming. Okay, mit dem Diener auswählen müssen wir kurz warten, weil wenn ich jetzt den rufe, dann könnte es passieren, dass der meine Opfer schon vorher verschreckt. Das wäre nicht so gut. Ihr haut jetzt alle schnell ab, da nach unten. Celine und Tomika, auf die müssen wir jetzt besonders achten. Irgendwie regeneriert sich Celine nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. So, wo bleiben sie denn? Kommen die eigentlich immer von hier oder könnten sie theoretisch auch mal von da oben kommen? Das wäre eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Aber erstmal von hier unten. So, jetzt also. Eloise greift hier an. Dann Tomika. Ne, warte mal ganz kurz. Sonja greift hier vorne an. Pat greift in der Mitte an. Und dann, ja, Tomika hier. Und Celine eigentlich dann denselben. Zwei angeschlagene auf eine und denselben. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann können wir jetzt hier noch Diener auswählen. Jetzt können wir es ja machen. Und zwar haben wir zwei Psychopathen zur Auswahl. Einmal Raphael und einmal Keith. Der eine sieht das Leben immer nur positiv und der andere hat mehr Haarpflegeprodukte als irgendwer sonst verwendet. Keith ist tatsächlich gut in Dingen, die ich so noch nicht habe. Dinge auffüllen und nachladen, Objekte wiederherstellen beziehungsweise herzustellen. Ich glaube, ich tendiere zu Kief. Ah, schau mal, der hat sogar die Eigenschaft Powerwalk. Das wäre doch ganz gut, weil wir haben doch so ein Powerwalk-Gerät hier. Dann kann er da doch mal ein bisschen rumrennen. Demnächst. Wir müssen natürlich erstmal noch Stromleitungen verlegen. Aber jetzt müssen wir hier uns erstmal um unsere Opfer kümmern, dass die hier mal alle verschwinden. Sehr gut, alle weg. So, dürft wieder arbeiten gehen. Und dann können wir uns jetzt hier eigentlich mal drum kümmern. Ich habe jetzt hier zwar die ganzen Powerwalk-Geräte aufgebaut, aber jetzt müssen wir irgendwo den erzeugten Strom ja dann auch noch hinbringen. Da muss ich jetzt schauen, weil da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das läuft. Schauen wir mal. Ah ja, okay, wir müssen das hier so einmal verbinden, auf jeden Fall. Kann ich die Stromkabel überall langlegen? Ja, das sieht so aus, ne? Ist nur die Frage, ob man die dann auch sieht. Ah, Kief. Kief, genau. Hier, für dich brauchen wir auch noch ein paar Jobs. Das auch gerne erstmal kochen, Fabrik auffüllen und meinetwegen darfst du auch noch, ja, Training danach, ne? Ja, doch noch nicht jetzt. Ja, okay, gut. Du hast wahrscheinlich gerade nichts anderes zu tun. Dann darfst du das hier gerne machen. Oh, das sehe ich schon. Da muss ich auch mal einen Boden dann noch verlegen. Jetzt aber hier erstmal nochmal zurück zur Elektrizität. Wir müssen ja hier immer noch ein bisschen. Wir können die, glaube ich, auch erstmal im Freien hinstellen, die Batterien. Lassen wir die doch erstmal im Freien stehen, dann schauen wir mal, ob das hier überhaupt funktioniert, was ich mir ausgedacht habe.
So, einmal hier. Ha, jetzt ist natürlich das Blöde. Wie kriege ich denn jetzt hier bereits gelegte Leitungen wieder weg? Haha, das ist eine gute Frage. Wie kriege ich bereits gelegte Leitungen wieder weg? Ah, hier wahrscheinlich. Indem ich hier einfach irgendwo zufällig reinklicke. Ja, so geht's wohl. Also irgendwo zufällig reinklicken. So, dann hier. Einmal da rein. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, okay, du läufst sogar. Ah, klar, wenn der voll ist, dann rennst du einfach zum nächsten. Auch nicht schlecht. So, mit nur zwei Leuten, die hier arbeiten, dauert das Ganze echt lange. Hier wird auch schon wieder einiges schlecht. Mann. Gut, ich habe Essen für 12 Tage. Das reduziert sich jetzt ziemlich schnell, weil das ja alles wieder schlecht ist. Da wäre der Kühlschrank mal echt nicht schlecht. Und ihr schlaft viel zu viel, Leute. Viel zu viel. Oh, und dann komme ich wieder den nächsten Opfer. Na gut, haben wir auch gleich. Jetzt lassen wir die hier das rasch mal da oben noch fertig bauen. Victims are coming. So. Angriffsmodus, alle hier runter. So, und da ich jetzt natürlich wieder einen mehr zur Verfügung habe. Der Kief, der kann sich doch hier gleich mal beweisen. Was haben wir hier angreifen? Pat greift hier an, Sonja greift hier an und Elois greift hier hinten an. Der Elois greift das kleine Kind Edgard an. Edgard Villarreal. So, die anderen dürfen sich hier erstmal ein bisschen ausruhen. Also manche sind hier echt widerspenstig, muss ich sagen. So, perfekt. Ja, wir müssen vielleicht auch wirklich jetzt endlich mal anfangen, hier ein paar Fähigkeiten zu verbessern. Aber vorher möchte ich jetzt doch noch rasch das mit dem Strom geklärt haben, dass das hier endlich mal fertig ist. So, reißen wir jetzt da noch die Wand ein und dann können wir das hier endlich zu einer etwas größeren Halle hier machen. So, hier werden die Stromleitungen verlegt. Das dauert aber auch noch so ein bisschen. Was braucht eigentlich so eine Stromleitung? Braucht ein Metall. Ja, okay, Metall, da habe ich auch genügend hier. 1156. Das reicht also auch erstmal noch für eine ganze Weile. So, jetzt kommt eigentlich Stunde der Wahrheit. Mit den Batterien. Ah, fast, nee. Wir müssen da noch die Leitung legen, genau. Die Leitung steht noch nicht. Während Kief sich da echt einen abläuft. Schade, dass er da nicht trainieren kann, tatsächlich. Also es sieht so aus, als wäre das so wie Füttern und Schlafen einfach so eine Eigenschaft, die kann man nicht verbessern. So, läuft da jetzt hier was stromtechnisch? Irgendwie nicht so, gell? Oh, da kommt schon wieder die nächsten Opfer demnächst. Was ist hier? Ein Sturm zieht auf. Och, das auch noch. Okay, zum Glück dauert das noch ein bisschen, bis der Sturm kommt. Aber trotzdem, das mit dem Stromkreis hier verstehe ich jetzt noch nicht. Das ist doch jetzt hier eigentlich angeschlossen. Schauen wir nochmal. Wir haben hier eine kleine Batterie, kann elektrische Energie speichern, kann in oder vor deiner Villa gebaut werden, kein Boden notwendig. Okay, cool. Elektrische Drähte werden verwendet, um Elektrisches zu verbinden. Okay, cool. Verstehe ich auch noch. Und dann haben wir hier noch den manuellen Schalter, womit wir hier die Elektrizität theoretisch an- und abschalten können. Kann auch überall verbaut werden, wo wir das gerne hätten. Aber hier läuft irgendwie kein Strom rein. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, kommt mal alle hier runter. Jetzt schaffen wir doch mal rasch hier Sonja. Sonja hat doch ein paar Fähigkeitspunkte, die wir hier, glaube ich, verbessern können.
Loyalität, Aufgabe, Fähigkeitspunkte hier. Wo können wir denn ein bisschen was hier reinhauen? Wir haben jetzt 8 Punkte. Kondition. Was ist Kondition? Das ist, wo wie sie zuschlagen kann. Geschicklichkeit 1, Stärke, Ausdauer. Ausdauer können wir mal ein bisschen verbessern und Stärke. Ah, nee, nicht Ausdauer. Aha. Da steht es ja. Ausdauer macht die Konditionsregenerationsbonus nach oben. Geschicklichkeit. Brauchen wir nicht. Mehr EP durch Kämpfe und Training. Nicht so ganz die Sachen, die ich mir gerne erhofft hätte. Was können wir hier machen? Gegner angreifen. Ja, meinetwegen können wir das hier machen. Und dann machen wir halt Geschicklichkeit noch 1 nach oben. Dann haben wir Sonja schon mal ein bisschen verbessert hier. Gut. Ein Sturm zieht auf, kommt gleich. Die Opfer sind jetzt hier auch gleich auf den Weg. Ah, ich sehe die gar nicht, wenn die hier reinkommen, gell? Weil der Raum nicht steht. Jetzt ist das hier echt ein Glücksspiel. Wander. Ah, doch, okay, man hört sie. Aber man sieht sie nicht, weil hier der Raum nicht zu ist, glaube ich, wegen dem Boden. Müssen wir dann auch gleich noch schauen, wen haben wir. Das sind ein paar mehr Diener, oder? Nein, nicht Diener-Opfer. Weil da so viele komische Gesichter sind. Greifen wir an. Ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, dass man hier jeden einzeln rumkommandieren muss. Und nicht einfach sagen kann, greift einfach an, was euch hier so im Wege steht. So, du greifst da den hier noch an. Und du ihn hier, beziehungsweise sie und du noch da unten. Und weitermachen wie bisher. Und jetzt müssen wir auch noch aufpassen, denn jetzt haben wir ja hier ein Gewitter vor uns. Ah, der Psychopath ist Gehirne. Jetzt müssen wir hier nur schauen, wann geht das hier nach oben? Gar nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl. Das ist echt doof. Halt, es brennt. Es brennt. Wer kümmert sich drum? Celine. Celine? Celine, du darfst jetzt nichts mehr lagern. Wir müssen das anders machen. Ich glaube. Ah, das ist jetzt schwierig. Feuer sollten wir auf jeden Fall in der Priorität, glaube ich, eins nach vorne ziehen. Da muss ich mich da nicht immer selber drum kümmern. Aber das hier mit dem Strom, das irgendwie. Ich bin da noch nicht sehr begeistert tatsächlich. Aber das Licht hier gefällt mir zumindest schon mal deutlich besser als das von dem Kerzenleuchter. Okay, also gut. Wir haben jetzt hier unten Licht. Das haben wir schon mal hinbekommen. Hier werden wir jetzt auch gleich Licht haben. Aber wie kriege ich das Licht hier rein? Das verstehe ich einfach noch nicht. Wir sehen das Blaue hier. Das heißt doch eigentlich, dass da was reingeht. Oh, Celine, Celine, Feuer löschen. Celine, Celine, Feuer löschen. Ach, Celine. Dass man dir alles sagen muss. Keith hat nichts zum Tun. Keith, wenn du nichts zum Tun hast, dann... Kannst du eigentlich... Machen wir mal... Warte mal, wir können ja hier das Kochen wegmachen. Ah, das ist schon auf Wartung. Dann machen wir hier das weg und setzen hier bei dir noch Wartung. Aber wir haben ja auch zwei Leute, die Wartung machen. Also das bringt jetzt auch nichts. Ne, dann lassen wir das so. Wir müssen nur schauen, dass Celine und Tomika recht schnell wieder wach sind. Warum macht Celine eigentlich Post? Celine ist doch gar nicht für Post eingeteilt. Doch, da hinten. Aber die Wartung? Ah, Celine macht keine Wartung. Okay. Und die nächsten Opfer kommen auch schon wieder. Wow, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Moment, sollen wir vielleicht mal... Ja gut, es
Wir müssen es ja machen letztendlich, denn wir brauchen ja das Fleisch. Das frische, frische Fleisch. So, aber ich glaube, ich lasse einfach nicht. Spinnenangriff steht bevor. Oh, das auch noch. Okay. Das werden wir jetzt hier also auch noch recht schnell mitkriegen. Da oben die Spinnen, die werden jetzt hier gleich einen Angriff auf uns starten. Ich hoffe, die warten lange genug, damit ich mich hier um meine Gäste kümmern kann.